Red. Heute lüften wir eine Menge Promi-Geheimnisse. Bei welcher all das gibt's gleich hier bei Red und ich freue mich schon sehr auf Sie. Tja, wir haben eine Menge vor zu später Stunde und jetzt geht's los. So, wir machen weiter mit einem Typen, der höchst umstritten ist und das völlig zu Recht, wie ich finde. Der Amerikaner und selbsternannte Playboy Dan Bilzerian. Von dem haben Sie sicher auch schon mal die ein oder andere Schlagzeile gelesen, wie er wirft Mädels vom Dach oder ballert mit Maschinenpistolen um sich. Dieser Dan, der führt ein Protzleben der Extraklasse, feiert die wildesten Partys und jetzt hat er auch noch eine Biografie herausgebracht. Was das Ganze soll und wie dieser Kerl tickt, das schauen wir uns jetzt mal an. Tja, und von einem richtigen Poser kommen wir jetzt zu einem echten Gentleman, der während seines Familienurlaubs am Comer See eine ziemlich böse Überraschung erlebt. Das und noch mehr gibt's gleich hier bei Red. Wir wollen mehr Männer in den Kitas. Herr Scholz ist halt, der kommt von der Bundeswehr. Opa Marumpa! Das meine ich. Frau Jordan stellt gleich die neuen Folgen, Mittwoch 22.15 Uhr. Da sind wir wieder zurück bei Red mit einer ganz besonderen Schuhwahl. Ich weiß ja nicht, wie Ihre Lieblings-High-Heels so aussehen. Bei mir ist das hier an Absatzhöhe wirklich Limit. Aber ein Superstar hat diese Woche mal was ganz anderes aus dem Schrank geholt. Und da muss man echt schwindelfrei sein. Hier sind unsere Star-News. So, und jetzt habe ich noch einen echten Gute-Laune-Tipp für Sie. Denn auch wenn der Sommer hier und da in den nächsten Tagen vielleicht mal eine Pause einlegt, die liebe Camila Cabello, die bringt uns mit ihrer neuen Single garantiert den Sonnenschein ins Wohnzimmer. Hier ist Don't Go Yet. Ich sage ganz viel Spaß dabei und tschüss, bis nächste Woche.